Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RET Version 2. Mit dabei, wie immer, der Crazy 252, der irgendwo rumläuft. Also. Hallo. Und meine einer, ja, ich mach drück erstmal F3. Meine einer, der Dosh. So, ja, wie man schon sieht, wir sind groß im Umbau hier. Also, das hat uns Ganze hier gar nicht mehr richtig gefallen mit diesem kleinen Raum. Wir wollen es größer haben. Und auch ein bisschen tief. Ja, also. Nein, das haben wir jetzt nicht alles abgegraben. Wo ist er? Hat uns der Miner ein bisschen geholfen. Ein bisschen. Und die Turtles. Er hier, er hat den bis ganz nach unten alles Cobblestone-Erde und Gravel abgefarmt. Und jetzt haben wir hier jede Menge Bienennester rumfliegen. Ein bisschen Gravel ist noch. Ja, da darfst du dann auch wegmachen. Ja, da war meine Schaufel dann kaputt. So, dann wollen wir mal ganz schnell ein kleines Update machen, weil wir haben etwas herausgefunden bezüglich der Steady Nation Plant. Wie man da drüben sieht, ist ein Wasserloch. Mehr nicht. Warum? Weil wir haben nochmal was nachgeguckt und den Mod-Entwickler von Mechanism möchte ich einmal kennenlernen. Ich möchte ihn echt noch fragen, wie man auf die Idee kommen soll. Wir haben die Destination Plant jetzt hier rüber versetzt, weil da drüben hat man ja immer einen Multiplikator von 0,6. Wenn man mal guckt, hier sind wir in Badlands und dort müsste dann hier Mido sein. Das ganze Gelände hier ist Mido. So, wenn wir jetzt aber hier ins Sandgebiet gehen, Düne. So, das haben wir jetzt hier mal aufgestellt und wir haben einen Multiplikator von 2,0. Liebe Community, mal ganz kurz gefragt. Welcher Vollidiot soll darauf kommen? Jetzt im Ernst! Und wir haben auch extra nachgeschaut, er steht wirklich nur in einem Post ganz klein drin. Wir haben im offiziellen Mechanism-Wiki nachgeguckt. Es stand nicht drin, dass der Multiplikator erhöht wird, wenn sie in der Wüste, Düne etc. drin ist. So, also, ja okay, es ist Seenacht. Lass mal schnell schlafen gehen, dass die Produktion nicht stillsteht. So, was wollen wir heute machen? Wir haben auch das Wasser ein bisschen an der Salination Plant abgegradet. Stimmt, das wollte ich ja eigentlich noch gezeigt haben. Moment, ich... Na, Moment. Jetzt geht's. Ich fühle mich gerade ein bisschen getrollt, halt. Irgendwie ist das aber noch teilweise ein bisschen rumbacken, ne? Ja, aber es geht. Ja, wie gesagt, wir haben hier nochmal an der Wassereinfuhr geändert. Und zwar mit den Transfer Nodes von Extra Utilities. Dafür danke nochmal Dankeschön an Street, dass er uns dabei geholfen hat und uns den Tipp gegeben hat. Und zwar haben wir in diese Transfer Nodes Mining Upgrades und Speed Upgrades gemacht. Speed Upgrades sollte man, glaube ich, erklären. Mining Upgrades, darunter Wascher hoch, Ende. Der baut das Wasser dann schneller ab. Und ja. Was wir auch noch erfahren haben, wenn wir diese Speed Upgrades aufs Doppelte hin aufstocken, also auf 16 Stück, dann reichen diese 4 Mining Upgrades immer noch, um alles nachzufüllen. Also, die sind richtig schnell, die Transfer Nodes. Ja, vielleicht kann man da mal was mit der Koppelproduktion machen, ne? Ja, da haben ich und Butze schon mal einiges ausprobiert und es wäre dann langweilig, wenn wir es so machen. Okay. Hier müssen wir irgendwann auch mal das Barrel upgraden oder irgendwie, weil, ja. Die steht schon ewig still. Oh, die Äpfel sind voll. Ja, die sind schon seit Ewigkeiten voll. Oh. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Ach, sollen wir mal von unseren kleinen Eskapaden im Nessatz erzählen, was wir gemacht haben? Ja, wie man rechts schon sieht. Ja, sind ein paar Tore dazugekommen. Wir waren ein bisschen mal im Nether aktiv. Naja. Ich glaube, man muss nicht sagen, was wir noch vorhaben, oder? Wir werden auch demnächst noch etwas Bedrock farmen. Damit wir den Wither schön einsperren können. Psst, 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 psst.
Ruhig, ganz ruhig. Wir müssen ja noch im Forum abklären, ob wir das machen. Ja. Wieso haben wir keine Lava mehr? Wagnet mich. Du hast die Ding, du hast die aufgestellt. Das ist von Trivolo der Allgemeine? Ich habe die Allgemeine immer noch weiter benutzt. Müssen wir mal gucken, wie wir das langsam mal machen, weil so geht es ja auch nicht weiter, dass wir ohne Lava leben. Nee, geht echt nicht weiter. Wenigstens haben wir da die Heat-Generatoren. Habe ich mal zwei Lava einmal hingesetzt, dass wir wenigstens darüber noch was Strom kriegen. Auch wenn es wenig ist, aber wenigstens etwas. So, jetzt wollen wir aber langsam mal produktiv werden. Und zwar, wir haben etwas vor. Wie ihr ja bestimmt noch wisst aus den letzten Folgen, der Miner. Der verbraucht ja richtig viel an Energie. So. Jetzt sind wir auf den Schluss gekommen, weil wir jetzt von den Oberwelterzten ja schon mal richtig viel haben, wie man ja hier noch sieht, was wir unheimlich richtig verarbeiten konnten, weil wegen Brian, wollen wir währenddessen jetzt schon mal uns in den Nether wagen mit dem Miner. Bloß, ja, willst du das erzählen? Der steht schon da. Bloß, wir haben nicht genügend Energie. Genau, weil letztes Mal stand der Miner ja hier und hat perfekt von der Einfuhr schon Strom bekommen. Los, wenn wir jetzt einen Dimensional Transceiver da hinstellen, steht hier die Produktion lahm. Und den Miner Also, können wir nicht betreiben. ich habe gerade gesehen, wenn wir noch ungefähr 10, 20 Minuten warten, dann kommen wir mit den Heat-Generatoren hier fertig aus. Ja? Weil dann ist die Produktion von Brine so langsam, dass die Heat-Generatoren nachkommen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Gut, weil allein schon wegen diesem Satz, weil du dir nicht ganz sicher bist, würde ich sagen, Windpark erweitern. Okay. Also, ich habe nämlich schon mal, wollten wir uns da aufteilen, er macht nochmal 10 weitere Windgeneratoren. Und ich kümmere mich dann um die Dimensional Transceiver. Das wird lustig. Ich hasse jetzt schon die Redstone Circuits. Die Electronic Circuits. Ja, komm, die gehen auch mittlerweile schneller. Trotzdem. Okay, ich brauche 4 Obsidian. Das ist kein Problem, haben wir. Vibrant Alloy. Das ist Energetic Alloy. Wie viel brauche ich? 2, 4. Also sind wir schon bei 8. 8 Vibrant Alloy. Also 8 Energetic Alloy, 8 Gold, Redstone und Glowstone. Weißt du, was gerade auffällt? Von den Enderperlen wird es mau. Wir haben da oben noch 16 Stück oder so. Nee, nee. Wir haben nur mal 2 Tesserakte gemacht. Oh. Na, wird doch. Es geht doch noch. Ah, ich will hoffen. Das könnte echt knapp werden. Wie viel Redstone hast du gerade genommen? 8. Ach so. Ich hab Shift gedrückt. Wenn du Warum denkst, ich wolltest du nehme von mir 8 Stacks mit? Klar, warum nicht? Du bist so voll. Bin ein bisschen kaputt im Kopf. Ein bisschen ist gut. Vor allem braucht man ja auch noch 2 Ender-Augen. Das wird auch noch lastig. Ja, wir haben jetzt genug Blaze Rods. Ja, Blaze wird's auf jeden Fall, aber ändern. Ah, super. Weißt du was? Kümmerst du dich schon mal um die Windmüll? Ja, ich Obwohl, mach gerade. warte. Machen wir es andersrum. Kannst du vielleicht mal gucken bei Stewie, Trevolo oder Bakerman gucken, ob die noch vielleicht ein paar Enderperlen haben? Kann ich. Das werden wir dann mal wieder ausleihen, ohne dass es der andere weiß. Ne, wir sagen natürlich Bescheid, aber ich meine, Street haben wir ja auch schon mittlerweile oft ausgeholfen. Ich kann dir genau sagen, wie viele Enderperlen wir brauchen. 2. Das sind 4. Ne, 1. Wir brauchen 5 Enderperlen. 5 Enderperlen, okay.
Darf dir was zeigen? Was? Warte, wo ist eine leere Kiste? Bitte Windpark. Ja, genau! Das sind 20 Energy Tablets. Also, unsere Erzverarbeitung läuft momentan auch schon wieder, wie man sieht. Wir sind bei 11.000 Kopf angekommen. Weißung hängt noch ein bisschen hinterher. Also, wir haben auch letztens noch ein bisschen Kupfer gefunden, komischerweise. Hm? Ach so, du meinst, dass das hier verborgen war? Ja. Das war eine ganz geile Sache. Hier waren noch 3 Redstone Bricks. Ich wollte mal gucken, was da drin war. Hier ist ja noch was hin. Osmium. Oh, scheiße. Noch mehr Kupfer. War noch mal 23 Stacks, oder? Müsste. War auf jeden Fall noch zu viel. Das dachten wir endlich. Ja, wir sind fertig. Aber nein, da kommt dann noch mehr. Dann kam der hier. Kam richtig morgens Schule. Ja. Ich habe momentan zu viele neue Sprüche. Ich muss echt mal. Ja. Ne, Christian? Arschsaugend. Ja, arschsaugend. So, das Vibrant Alloy ist fast fertig. Energetic Alloy. Dann kann ich schon mal die beiden Enderaugen machen. Wie viel braucht man jetzt nochmal an Enderperlen? 5 weitere Enderperlen brauche ich noch. Ah, das geht ja. Warum bin ich nicht gleich zu Bakerin Butze gelaufen? Wir haben die 100 Pro. Stimmt, Street hatte ja auch die ganzen Ender-Lilies weg. Jetzt bin ich bei Street. Aber da. Ich laufe jetzt wieder zurück. Immer wieder gern. So, was braucht man noch? Ich könnte schon mal hier die Double Layer Capacitor fertig machen. Pulverized Coal, Coal Powder oder so haben wir ja genug. Oh mein Gott, wir haben ein Problem. Was denn? Für die Basic Capacitor von Ender IO brauchen wir Kupfer. Haben wir nichts mehr. Ah, scheiße. Ja, das wird dann leider heute nichts. Das war's dann mit der Folge. Wir sind immer ein bisschen nachfahren. Ja. Boah, ich kann mich gerade selbst an für so einen blöden Spruch. 4. So. Ja, das reicht auch auf jeden Fall, Dominik. So. Kupfer. So, 4 Basic Capacitor. Hat Trivolo noch welche? Keine Ahnung. Muss nur aufpassen, bei Trivolo sind noch überall Springfallen. Was soll das jetzt heißen? Das waren wir jetzt. Aha, aha. Errat mal, wo Trivolo seinen Miner aufgestellt hat. Keine Ahnung, ich will es auch irgendwie nicht wissen. In Nature. Wieso war mir das eigentlich nicht klar, dass er natürlich wieder zuvorkommen muss? Ja. Muss nur gerade bedenken. Trivolo. So. Er hat nur bestimmte Erze gefarmt. Ah, okay. Ich hätte mal den Nether Quartz und Glowstone gefarmt. Kann sein. Er war auf jeden Fall so schlau und hat alles durch Cobblestone ersetzen lassen. Ja, ist auch das Glück, was du machen kannst. Sieht auf jeden Fall schön aus. Hast du Äpfel eben rausgenommen aus der Forestry Farm? Was? Hast du eben aus der Forestry Farm Äpfel rausgenommen? Ja, 4 Stacks. Hab's gesehen. Dann mache ich schon mal für dich weiter mit den Windgeneratoren, weil ich warte wirklich gerade auf sammel schnell auf die und so. Enderperlen. Genau.